was selbst der VW-Dieselskandal war in der kritischen Dichte in der ersten Phase nicht auf dem Niveau wie bei der A-Klasse. Ja. Und uns fiel das Auto nicht um. Wir haben Tag und Nacht getestet. Ich habe vielleicht selbst 120 E-Tests gefahren. Teilweise die Autos so hart rangenommen, dass schon die Ingenieure gesagt haben, lass das Auto ganz, bitte, wir haben nicht so viele. Ja, so. Und nach 3 Wochen bekomme ich morgens früh um 9:30 etwa einen Anruf vom Entwicklungsvorstand, der mir erzählte, dass auf dem Testgelände Malmsheim bei Stuttgart, westlich von Stuttgart, ehemaliger Flughafen, heute noch genutzt von, damals noch genutzt von privaten Hobbyfliegern, bei Eigentests, bei Selbsttests,